Meine Lieben, ich bin es mal wieder. Ja, ich habe euch ja heute Nachmittag angekündigt, dass ich für euch die Verlosung heute starten werde. Und ja, fangen wir einfach mal an. Also, was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst mir einfach, also es ist eine normale Verlosung, nicht irgendwie ein spezielles Thema oder so. Ihr sollt mir einfach nur schreiben, wie ihr auf meinen Kanal gestoßen seid und was euer Lieblingsvideo von mir ist. Habt ihr vielleicht sogar einen Lieblingsspruch oder ein Lieblingswort von mir? Das könnt ihr mir dann als Kommentar unter das Video hier schreiben. Ich werde die Verlosung bis zum 14. Juni laufen lassen. Am 14. Juni ist die Auflösung von dem Contest und ja, bis dahin könnt ihr mir halt ordentlich Kommentare da lassen und mich würde noch absolut gerne interessieren, was eure absolute Lieblingsbeschäftigung im Sommer und im Frühling ist, also was ihr total gerne unternehmt. Also ich zum Beispiel mache das, wenn richtig schönes Wetter draußen ist und ich habe sowieso vor, mich mit einer Freundin zu treffen, dass wir draußen spazieren gehen und dass wir halt das schöne Wetter ausnutzen. Und ja, ansonsten mache ich das, wenn schönes Wetter draußen ist und es schön warm ist und ich es ausnutzen kann, dass ich mich auf den Balkon setze und nicht Sonne. Ja. Naja. Also solltet ihr auf jeden Fall unter 18 Jahren sein, müsstet ihr eine Einverständniserklärung eurer Eltern haben, dass ihr mir dann, falls ihr gewinnen solltet, eure Adresse schicken dürft, weil sonst kann ich euch leider nicht dann als den Gewinner gelten lassen, sondern muss dann die Verlosung nochmal neu starten. Also muss dann jemand anderes an die Stelle setzen und das wäre ja auch blöd. Also ihr müsstet wirklich, wenn ihr unter 18 Jahren alt seid, dann eine Einverständniserklärung haben. Ja. Fangen wir mal mit den Paketen an. Also ja, im Paket Nummer 1 befindet sich der Kabuki aus der P2 Summer Attack LE. Ja. Ich muss dann mal kurz das rausholen, weil da ist was Weißes drin und das gehört da gar nicht rein. Also es tut mir leid, dass ich ihn jetzt gerade auspacke. Aber ich will euch das ja ordentlich rüber senden und nicht irgendwie im Kuddelmuddel oder verschmutzt oder so. Nein. Auf jeden Fall bekommt ihr diesen Kabuki. Er befindet sich, wie schon erwähnt, in dieser wunderschönen Verpackung. Er ist sehr handlich und klein. Er wird hier in YouTube auch gehypt, also ein paar Leute werden, denke ich mal, nicht die Möglichkeit haben, ihn zu ergattern. Deshalb möchte ich euch halt einfach diese Möglichkeit bieten und baue ihn in diese Verlosung im Paket 1 ein, weil er wirklich toll ist. Ich habe ihn selber und ja, ich wollte euch einfach auch daran teilhaben lassen. Es hat sich schon wieder jemand darüber aufgeregt, dass ich P2 sage. Es tut mir leid, aber ich spreche es einfach so aus, wie ich möchte. Zum Beispiel sprechen manche Catrice auch Catrice aus. Also da gibt es auch einen Unterschied. Und ja, warum soll ich dann nicht P2 sagen? Ist doch egal. Ich mache das weiterhin so, wie ich möchte. Und wer da ein Problem mit hat, tja, der muss sich ja meine Videos nicht angucken. Nein. Nein. Ja. Auf jeden Fall gibt es den Kabuki. Dann gibt es von MNY. Ja, ich weiß, dass MNY aus dem DM rausgegangen ist. Habe ich hier so einen schönen, ja, so, ich würde das so dunkel Jeansblau nennen mit Glitzer. Also der glitzert. Habe ich hier so Nagellack. Das ist die Farbe 190A und ich finde die Farbe echt schön und den schenke ich euch sehr gerne. Also ihr dürft den gerne dann dabei haben. Ist auch so eine wunderschöne Farbe, wie ich finde, jetzt zu dem Wetter. Also er passt einfach dazu. Den kann man natürlich auch super im Sommer tragen. Kann man einfach variieren, wie man das möchte.
Gibt es von Rivaldi Loop, das ist eine Limited Edition, Wohlfühlmaske Erdbeer und Vanille belebend. Bekommt ihr auch. Das sind zwei Anwendungen und da sind je 8 Milliliter drin und hinten steht drauf, dass es vegan ist. Weil Rivaldi Loop ist ja eine vegane Marke und ja, also ich finde die Maske wirklich gut und habe mir gedacht, dann schicke ich sie euch auch mal zum Ausprobieren, dass ihr auch eure Freude daran habt. Und vielleicht kann ich euch ja damit anfixen. Wenn ja, freut es mich sehr. Meine Bübchencreme Kids, ja, meine Bübchen Kids Cream and Fun. Himbeere habe ich euch auch dazu gepackt, weil ich bin von dieser Creme wirklich angetan. Sie ist ja mit Mandelöl und Shea Butter. Und die kann man auch wirklich sehr gut für die Hände nehmen oder für die Lippen. Also dafür ist das auch geeignet. Ich habe sie mir eine ganze Zeit lang mal ins Gesicht gemacht, als Grundlage für das Make-up sozusagen, also als Grundlage für Concealer. Und ja, also die kann ich euch eigentlich wirklich auch empfehlen. Die Sache ist nur die, bei mir gibt sie leider im DM und im Rossmann nicht. Sie habe ich jetzt in dem Rossmann in Dortmund gekauft. Bei dem Pröbchen lagen die für 55 Cent, aber ansonsten sind das wirklich gute Cremes. Ja, und als letztes bekommt ihr dann noch, weil ich euch die auch mal testen lassen wollte, die AOC Pure Balance Reine Haut ab 20 klärende Reinigungstücher mit Pfirsichextrakt und Salicylkomplex, präbiotischer Wirkkomplex mit natürlicher Wirkung. Reinigt sanft und entfernt auch Augen-Make-up, erfrischt und pflegt die Haut. Haut wird porentief gereinigt. Muss man wirklich so viel auf ein Produkt schreiben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bekommt ihr diese auch von mir zugesendet. So, das war das Produkt 1. Diese Tücher gibt es, um es nochmal obendrauf zu sagen, nicht mehr im Verkauf. Es gab sie eine Zeit lang bei ihr Platz. Da es ihr Platz aber auch nicht mehr gibt, sondern daraus ist ja Rossmann Express geworden, gibt es die Tücher nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie noch in Amazon erhältlich sind, aber ich habe das mal gehabt. Da gab es, glaube ich, zwei oder vier Packungen. Nee, ich glaube, das waren vier Packungen für irgendwas mit 4 oder 5 €. Ja, müsst ihr mal gucken, falls ihr die dann noch haben wollt. Ich weiß es ja nicht. Fangen wir mit Paket 2 an. Im Paket 2 befindet sich das Make-up-Ei. Ja, habe ich mir auch gedacht, es gibt ja auch Leute, die nicht die Möglichkeit haben, in DM reinzukommen oder wo das Ei schon vergriffen ist. Und wie gesagt, ich möchte euch einfach die Möglichkeit bieten, an die Produkte ranzukommen und möchte einfach, dass ihr die Produkte testet, wenn ihr sie haben wollt. Und ja, also ich will euch einfach in dem Sinne happy machen. Das auf jeden Fall. Dann bekommt ihr von mir ein Nagellack. Das ist ein Essence Color and Go Quick Drying Nail Polish in der Farbe 46 Rake Up. Ja, also ist jetzt so persönlich nicht meine Farbe. Ich mag so orangenen Nagellack irgendwie überhaupt gar nicht. Aber ich habe mir für euch gedacht, dass der für euch passend ist. Es gibt da draußen sicherlich Leute, die Orange tragen wollen und somit möchte ich euch einfach die Möglichkeit bieten, diesen Nagellack zu haben. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr im Essence-Sortiment oder er hat schon die neue Verpackung. Auf jeden Fall wird er auch da in dem Paket vorhanden sein. Dann habe ich euch genauso von Bübchen die Kids Cream and Fun Himbeer wieder mit da reingelegt. Ja, damit es auch mal was gibt, was gleich in den Paketen ist und nicht, dass es irgendwie heißt, boah, ja, aber hier, das und das. Nein, also zwei kleine Unterschiede gibt es. Oder drei, aber mehr eigentlich auch nicht. Ja, das. Dann bekommt ihr von mir auch noch die Rivaldi Loop Wohlfühlmaske Erdbeer und Vanille.
Und von Rival Deluxe, das war auch eine Limited Edition. Premium Quality Hydro Winter Pfirsich 3 in 1, milde Reinigungstücher, alkoholfrei. Reinigen, klären, Augen-Make-up entfernen, ideal für unterwegs und auf Reisen. Die lege ich euch auch dazu. Wir sind wieder soweit. Fand ich richtig gut gerochen. Sie riechen wirklich nach Pfirsich. Und ja, ich wollte euch die einfach auch in diesen Contest mit einbauen, in das zweite Paket, weil es sie ja nicht mehr gibt. Jawohl. So, wie ihr das jetzt gesehen habt, gibt es jetzt insgesamt in jedem Paket 5 Sachen. Es gibt Paket 1 und Paket 2. Ihr solltet mir dann am besten hier unter das Video schreiben, welches Paket ihr haben wollt, dann noch zu dem Kommentar, damit ich das dann auch weiß und dass ich das dann auch gerecht auslosen kann und nicht, dass es heißt, boah, ja, ich möchte das haben. Und dann der andere so, nein, ich möchte das haben, aber das da ist schon weg. Und ja, also, ihr solltet euch wirklich nicht streiten. Wir kriegen das sicher geregelt. Und ja, lasst einfach die Kommentare hier unten drunter in der Kommentarbox. Ich würde mich wirklich darüber freuen. Und lasst die Tasten einfach glühen. Schreibt mir, wie gesagt, was euer Lieblingsvideo von mir ist, mein Lieblingsspruch, mein Lieblingswort, was ihr halt von mir gerne mögt und was halt eure Lieblingsbetätigung im Sommer und im Frühling ist und wie ihr auf mich gestoßen seid. Die Verlosung endet, wie gesagt, am 14. Juni. Ich freue mich auf jeden Fall und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüssi.